So, willkommen zurück in Hobbingen. Wir werden uns jetzt mit Bilbo auf die Zwerge freuen. Ich bin gespannt, wir machen jetzt erstmal das Haus kurz und klein. Hobbits sind seltsame Wesen. Sie sind tapfer und zäh, lieben aber auch die Bequemlichkeit. Das hat man ja schon gesehen. So. Dann geht's jetzt los. Die Zwerge werden kommen. Und jeder, der den Film kennt, jetzt wird natürlich erstmal gefuttert. Wohin, Kleiner? Ist es hier unten? Ist was wo unten? Das Abendessen. Ja, wer kennt es nicht, das gute alte Abendessen? Oh, ein Schlüssel. Aha. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihn jetzt hier gleich brauchen. Auch noch ein bisschen Holz. Haben wir schon 117 Stück. Ah, müssen wir das nicht? Ah nein, wir müssen es. Oh, ein Teller ist runtergefallen. Das wird Bilbo bestimmt gar nicht freuen. Minz und Zack. Warum haben wir nicht gleich einfach ganz zusammengeschlagen? Oh, es hat geklingelt. Die Tür. Oh, Balin sieht ja richtig jung aus. Das ist ja so, ich kenne euch beide nicht. Noch im Geringsten. So, dann räumen wir hier erstmal bei Bilbo ein bisschen auf. Oh, wir haben ein Bild gefunden. Nach wie vor gilt natürlich, alles, was ganz ist, wird kaputt gemacht. So, wir gehen jetzt mal noch mal zurück, schauen, was wir hier vergessen haben. Ist hier auch noch weiter? Nein. Ich bin mal gespannt, für was man das ganze Holz letztendlich braucht. Ah, hier haben wir noch ein Bild. Nicht schlecht. Ja, das hätten wir dann sogar fast vergessen. Ah, hier haben wir sogar schon das dritte Bild, oder? Ah nein, das sind nur so Platten. Jetzt habe ich schon gedacht, wir hätten das dritte Bild gefunden. Ja, Balin wütet hier ein wenig, obwohl er doch eigentlich ein sehr ruhiger Zwerg ist. Das in den Flur, sonst kriegen wir hier niemals alle rein. Alle? Wie viele kommen denn noch? Ja, die Zwergenparty beginnt bald.
die schönen alten netten Zwerge. Ist mitunter eine der Anfangsszenen. Die Anfangsszene finde ich echt genial bei der Hobbit, wo sie da alle bei Bilbo einmarschieren. Ich finde die wirklich richtig genial. Stell dir mal vor, da sitzt du gemütlich, willst Abendessen und es klingelt und Millionen von kleinen Zwergen marschieren bei dir ein und wollen irgendwas von dir. Geil. Ich hätte es auf jeden Fall gefeiert. So, jetzt wird wieder gebaut. Ah, es geht doch jetzt recht zügig voran. Wer hätte das gedacht? Oh, die dicke Bank ist bestimmt für... Scheiße, das war zu langsam. Das auch. Ah, verdammt, das war das andere Teil. Scheiße. Verflixt. Ah, die Tür, der nächste Besuch ist da. Kili und Kili, zu euren Diensten. Ich finde, die Spiele sind so genial gemacht. So richtig lustig. Wo soll der hin? Herr Dvalin. Gesagt, es gibt zu essen. Und zwar reichlich. Hat er gesagt? Hat wer gesagt? Es nennt sich Käse. Und jetzt denke ich, kommt der Rest. Hallo? Was in aller Welt ist denn los? Was los ist? Ich bin umzingelt vom Zwerg. Was wollen die hier? Sie sind doch eine ganz muntere Versammlung, wenn man sich erst an sie gewöhnt hat. Hauptsache, er hat hier das Schwein.
Oh, guck mal, sogar eine Giraffe gibt's zu essen, was hier alles gibt. Lecker Giraffe. Wer kennt es nicht? Wer hat denn bitte eine Giraffe zu Hause? Ja, du hast vollkommen recht, Bifur. Ein Zwerg fehlt uns offensichtlich noch. Verzeiht bitte. Es tut mir leid, wenn ich euch unterbreche. Aber was soll ich mit meinem Teller machen? Schon gut, Ori. Gib ihn mir. Oh, jetzt gibt es Zwergenparty. Zwergenparty. Und hau. Ja, das ist echt cool gemacht. Deshalb muss ich auch gleich zerstören. Die gute alte Zwergenparty live vor Ort aus Bilbos Haus wird jetzt hier das Haus gerockt. Ich wäre froh, sowas könnte ich mal mit dem Ball. Er macht's mit dem Teller. Wir zerkleinern jetzt den Brei, Töpfe, Schüsse, Porzellan. Ja, das Lied ist wirklich geil. Wenn sie das jetzt hier noch gesungen hätten, wäre der Hammer. Oh, ich bin Meisterdieb. Gandalf. Bilbo, Beutlin. Darf ich euch den Anführer unserer Unternehmung vorstellen? Thorin Eichenschild. So, das ist der Hobbit. Sagt, Herr Beutlin, seid ihr im Kampf erfahren? Bitte was? Was haben die Zwerge aus den Eisenbergen gesagt? Schließt ein sich uns an. Sie sagen, diese Reise sei unsere Sache, unsere allein. Er ist so freundlich. Weit im Osten liegt ein einzelner, entlegener Berg. Der einsame Berg. Kehren die Vögel aus alter Zeit zurück zum Erebor, wird die Herrschaft der Bestie enden. Welche Bestie? Der Drache Smaug wird nicht mehr gesehen seit 60 Jahren. Der unermessliche Reichtum unseres Volkes liegt vielleicht schutzlos da. Das Haupttor ist verschlossen. Es gibt keinen Weg in den Berg hinein. Das, mein lieber Balin, stimmt nicht ganz. Wenn es einen Schlüssel gibt, dann gibt es auch eine Tür. Die Lösung ist irgendwo in dieser Karte verborgen. Die Tat, die ich mir vorstelle, beruht auf Heimlichkeit. Darum brauchen wir einen Meisterdieb. Und zwar einen guten. Den besten, möchte ich meinen. Hobbits sind bemerkenswert leichtfüßig. Und während der Drache Zwerge ohne weiteres wittern kann, ist der Geruch eines Hobbits so gut wie unbekannt für ihn. Gebt ihm den Vertrag. Nein, nein. Es ist nur das übliche. Zusammenfassung der Reisekosten, Arbeitszeiten, Vergütung, Begräbniskosten und so weiter. Begräbniskosten? Ja, die Partynacht war wohl zu viel für Bilbo. Und jetzt haben wir es geschafft. Das Kapitel, ein unerwartetes Fest ist abgeschlossen. Wir haben wieder ein paar neue Charaktere dazu gewonnen.
Oh, wie viele Ereignisse gibt es denn hier? Jo, jetzt übertreib's mal nicht, Freunde. Jo, jo, jo. Wie viel soll denn hier noch kommen? Das gibt's hier nicht. Aha. Ja, dann setzen wir mal die Geschichte fort. Ja, da der Onkel, der Golfer. Ah, das übliche Fan-Telefon ist mal wieder am Klingeln. Natürlich immer dann, wenn ich hier gerade ein Let's Play aufnehme. Das ist natürlich mal wieder typisch. Mein lieber Freund, ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Ich die Geschichte dann nochmal spielen. Ah, okay. Jetzt habe ich's. So, ich habe Möhren, Stühle, Deckchen. Was brauche ich noch für eine Party? Oh, ich weiß. Ein Mithril-Morgenstern würde für Unterhaltung sorgen. Der glänzt so schön. Könntest du mir einen schmieden? Dafür gebe ich dir etwas, das dein Vermögen verdoppeln wird. So, ich habe Möhren. Aha, ein Mithril. Aha. Ein Mithril-Doppelstern. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Oder? Sieht das nur so aus? Was jetzt? Was jetzt? Die Gäste auf meiner Party waren ein wenig, sagen wir, ausgelassen und haben beschlossen, aus meinem Bett eine Hüpfburg zu machen. Zusammen mit all den Honigkuchen, die wir verspeist haben, hieß das Krach-Leb-Wohl-Bett. Du könntest mir nicht zufälligerweise ein neues bauen, oder? Wo kann man denn so... Ah. Du brauchst Ruhe. Ah, okay. Nee, das ist okay. Das geht. Ah, da fehlt eins. Scheiße. Schade. Aber vielleicht finden wir gerade hier. Vielleicht finden wir hier gerade eins. Eins fehlt uns natürlich noch. Oh, Entschuldigung. Naja, okay. Das ist natürlich Pech. Sobald ich so eine Platte bekomme, werde ich auf jeden Fall an dich denken, mein Freund. Aber wie gesagt, ich werde mich jetzt hier allerdings nicht großartig umsehen. Wenn gerade die Fragezeichen auf dem Weg liegen, werde ich mir sie anschauen. Hier haben wir ja die Karte. Da liegt noch einiges an. Aber wie gesagt, das werde ich wahrscheinlich selber nebenbei machen. Mir geht es jetzt hier erstmal um die Story. Die restlichen Sachen... kann man dann nebenbei mal machen. Ah, da können wir jetzt lang. Wo ist denn da Gandalf?
Einwandfrei. So, noch ein bisschen Fisch. Bisschen Holz. Dann gehen wir mal noch hier zu Besuch, da wir eh noch ein bisschen Zeit haben. Ah, hier ist auch noch ein Fragezeichen drin, da habe ich gar nicht drauf aufgepasst. Ja, entspann dich. Ich bin gleich da, mein Freund. So, was gibt's? Mutter ist in der Stadt. Oh mein Gott. Ich habe ihr meine berühmt-berüchtigte Brotpastete versprochen. Schwiegermutter. Nun ist uns das Brot ausgegangen. Sie kaut mir ein Ohr ab, wenn sie nicht an der Pastete knabbern kann. Hast du etwas Brot, auf das du verzichten könntest? Hast du Brot? Schwiegermutter ist in der Stadt und ich habe ihr meine berühmt... Erfinde die richtige Art von Lego-Beute und wirf alle in den Lego-Eimer. Du kannst Lego-Beute finden. Ah, da ist ja der Eimer. Suchen. Unterwegs. Da ist noch eine Tür. Wer wohnt denn hier? Wo sind wir denn jetzt? Hier wollte ich eigentlich gar nicht lang. Ja, wir gehen mal lieber wieder zurück. Falls ich hier überhaupt wieder zurückkomme. Komme ich denn hier wieder zurück? Ich wollte hier gar nicht lang, Leute. Ah, okay. So, da geht's. Da müssen wir es merken. Da geht es auf jeden Fall schon mal weiter. Aber in erster Linie will ich jetzt erstmal die Story durchmachen. Ich mache das hier jetzt eigentlich nur, weil es gerade um den Weg liegt. Mir ein bisschen die Gegend anschauen und weil halt eben ich keine Lust habe, eine 12-Minuten-Folge hochzuladen. Ah, oh, einwandfrei. Hauptsache mal den anderen Leuten das Essen klauen, Möhren, Holz, Fisch. Brot ist wichtig, brauchen wir für den anderen. Ich hatte schon Angst, dass wir zu viele Rohstoffe haben, aber da braucht man ja überall mega viele. Aber wir versuchen natürlich neben der Story auch noch allerhand zu machen, aber ja. Es soll ja nicht zu langweilig für euch werden. Genau danach habe ich gesucht. Würdest du mit mir handeln? Also Holz haben wir auf jeden Fall jede Menge. Das würde uns wahrscheinlich so schnell nicht ausgehen. So. Ah, da ist noch. Hast du Brot? So, hier hinten ist irgendwo noch
Ah, da kommen wir eh nicht dran. Gut, dann geht's jetzt mal weiter. Dann laufen wir jetzt mal so langsam dahin, wo wir hin müssen. Was haben wir hier noch? Die Eulen. Müssen wir die jetzt abschießen? Hauptsache Bilbo steht jetzt da rum. Ah, hier haben wir noch eine Tür. Aber da kommen wir wahrscheinlich auch wieder irgendwo anders hin, wo wir gar nicht jetzt hin wollen. Außerdem haben wir ja nicht unbegrenzt. Rüste deinen Charakter mit einem Schaufel aus und drücke dann... Ah. Habe ich eine Schaufel? Ich habe eigentlich noch gar nichts. Quelle, Quelle, Quelle. Sieh dir mal die Quelle an. Ach nein, das kannst du nicht. Denn da ist keine Quelle. Was für ein Zufall. Weil auf alle Fälle sich niemand drum gekümmert hat. Könntest du mir nicht vielleicht an dieser Stelle eine neue Quelle bauen? Dann könnte ich aufhören zu reimen. Oh, ich werde mal schauen, was wir dafür brauchen. Oh, das kriegen wir sogar hin. Haben wir das sogar abgeschlossen? Sieh mal einer an. Scheiße. Verdammte Scheiße. Jetzt aber. Oh, ich wollte auch das nebendran. Ah, die Quelle ist fertig. Einwandfrei. 10.000. Bälle. Ein Riesenspaß. Für groß und klein. Hauptsache so eine unnötige Quelle gebaut. Aber wir haben einen neuen Lego-Stein. Schadet ja auch nicht. So, jetzt aber nichts. Den Rest können wir dann irgendwann mal machen. Jetzt wird es aber Zeit, mal zu unserer nächsten Mission in unseren nächsten Aufenthaltsort zu wandern. Hier haben wir noch einen Händler. Ein Supermarkt oder sowas wäre nicht schlecht, wo man halt einfach mal die Ware und alles kaufen kann. Ah, okay, jetzt haben wir es geschafft. Nach einer langen Reise durch das Auenland und noch weiter
trafen Bilbo und Gandalf der Graue auf die Gemeinschaft der Zwerge. Das Abenteuer konnte beginnen. Das ist doch Saruman. Gut, da war er noch gut. Von daher ist das nicht so schlimm. Ich habe unterzeichnet. Willkommen, Meister Beutli, in der Gemeinschaft von Thorin Eichenschild. Er ist natürlich sehr begeistert. Bedient euch. Nein, halt, halt, stopp! Als ob nicht genug Äpfel darum liegen würden. So, aber für heute soll es das dann auch gewesen sein. Bei der nächsten Folge werden wir uns um das Gemüse kümmern. Beziehungsweise um das Obst. Und schaltet dann wieder ein. Bis dann.